17.02. am Mittwoch haben wir einen wunderbaren Chipper-Style-Workout mit einem Buy-in-Cash-Out. Wir haben 200 Meter Run. Falls ihr die Möglichkeit habt, bei euch schnell zur Tür irgendwo rauszugehen und ca. 200 Meter zu laufen, sprinten, rennen, was auch immer. Ansonsten eine Minute Mountain Climber, wenn das Wetter nicht mitmacht oder ihr im dritten Stock wohnt oder ähnliches. Dann geht's los. 24:48 ist das Rep-Schema für 3 Runden. 24 V-Ups und dann danach 48 Dumbbell, Kettlebell, Mat Ball, Bear Hug, Reverse Lunges oder Walking Lunges, wenn die Wohnung groß genug ist. 24 Wall Lying Hands to Feet, 48 Overhead Lunges, 24 Sit-Ups in der letzten Runde und 48 Kettlebell, Dumbbell, Mat Ball, Bear Hug, Reverse Lunges nochmal. Und zum Abschluss geht ihr 200 Meter Rennen, wenn ihr es am Anfang auch gemacht habt, oder eine Minute High Knees. 15 Minuten Time Cap, Midline Crusher dabei. Irgendwann wird die Schulter auch müde von all den Bewegungen, auch die Arme mitzunehmen. Richtig cooles Workout, 15 Minuten Time Cap, das reicht euch, aber es wird eine richtig knackige Nummer. Und wir haben einen richtig schönen Add-on Accessory Part wieder. Ein bisschen Bitsy dabei, ein bisschen Schulter dabei. Und schöne viele Bewegungen. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns gleich im Warm-Up. Willkommen im Warm-Up für diesen Mittwoch. Und wir haben was Schönes für euch vorbereitet. Es geht ganz locker los. Eine Minute Air Squats. Slow Motion. Okay, das heißt, ihr habt eine Minute Zeit. Squatbreite, Zehen nach außen, Hip Hinge. Brace and Breathe in der Mitte. Arm schon mal schön mit anwärmen. Und das hier sind wunderschöne Slow Motion Air Squats. Achtet darauf, euch in den Boden zu krallen, Ferse, großer Zeh, kleiner Zeh, haben nonstop Kontakt und ihr bleibt fest in der Midline. Bisschen atmen dabei, eine Minute ganz gemütlich. Wenn wir das haben, eine Minute Long Lunge Sequence. Ausfallschritt, Knie berührt den Boden hinten, das heißt einmal hier, rechtes Knie ist auf dem Boden, rechte Hand geht zum Boden, linker Ellbogen geht zum linken Knöchel. Groiner Stretch, Sun Salute. Dreimal im Wechsel. Und wenn wir das hinter uns haben, Knie anfassen, dreimal große Kreise nach außen, dreimal große Kreise nach innen. Dann wird noch Zeit sein in der Minute und ihr holt das andere Knie nach vorne. Einmal der Wechsel, dreimal das, dreimal rechts rum, dreimal links rum. Ist dann noch Zeit? Nochmal ein rechts, eins links, solange wie die Minute geht. Super. Ersten 2 Minuten hinter uns. Dann, dritte Minute, wir gehen in Kickbacks, Tempo moderat. Also nicht mehr ganz so gemütlich, sondern das ist noch nicht ausrasten, aber das ist schon ein Ticken schneller, als wir es eben einfach hatten. Okay? Eine Minute Kickbacks. Wenn wir das haben, jetzt kommt es darauf an, was ihr habt. Ich habe hier mal einen Medizinball, eine Kettlebell, einen Dumbbell da. Ich zeige euch, wie alles aussehen würde. 30 Sekunden Bear Hug March auf der Stelle und 30 Sekunden Overhead Hold. Okay? Habt ihr einen Medizinball? Dann ist am einfachsten. Das ist gedachtes Equipment. Ihr greift einmal drum, presst es gegen euch, damit der Körper sich anspannt. Und dann die Knie bis zu den Ellbogen hochziehen. Bear Hug March, Bauch anspannen. 30 Sekunden so. Und hier Brace and Breathe. 30 Sekunden. Overhead Hold. 30-30. Habt ihr eine Kettlebell, nehmt ihr sie so, wie ihr sie nehmen könnt. Hier einmal durchgreifen, an euch dran gepresst, 30 Sekunden halten und dann sind es 15 Sekunden rechter Arm, 15 Sekunden linker Arm über Kopf. Mit der Dumbbell auf die Brust aufgelegt, an euch dran gepresst, 30 Sekunden, 15, sorry, über Kopf. Und diese Minute 4 wäre auch vollführt. Also, 1 Minute Air Squats, 1 Minute Long Lunge Sequence, 1 Minute Kickbacks, etwas schneller, und 30 Sekunden Walks und 30 Sekunden Overhead Hold. Dann gehen wir in die letzte Runde und jetzt dürft und sollt ihr ausrasten. Eine Minute, das hatten wir schon mal drin, das ist super gutes Training für den ganzen Körper, Mountain Climber. Schnelle Mountain Climber. Das heißt, immer wieder zurück in die Planke, aber wie ein Maschinengewehr die Knie rausfeuern. Und wenn wir das haben, tief durchatmen und ich gebe keine Vorgabe. 12, 12. 12,
Bearhug. Ich habe es euch vorgezeigt, wie es mit allen funktionieren würde. Bearhug Reverse Lunges. Knie berührt vorsichtig den Boden. Wir pressen den Ball gegen uns dagegen. Plus 12 Overhead Lunges. Diese nach vorne. Das heißt, achtet darauf, wann ihr nach hinten, wann ihr nach vorne geht. Die Overhead Lunges, also die Bearhug Reverse Lunges, sind mit Kettlebell Dumbbell gleich. Overhead sind es 6 Lunges mit dem rechten Arm oben und dann 6 Lunges mit dem linken Arm oben. Wenn wir das haben, sind wir durch den ersten Part. Tief durchatmen. Ihr habt insgesamt 6 Minuten schön was gemacht. Und jetzt können wir in Part Nummer 2 starten. Part Nummer 2, der Midline Part. 2 Runden, 30 Sekunden on, 10 seconds off, 30 Sekunden on, 10 seconds off. Okay? Die 2 Übungen, die wir dafür brauchen, sind Hollow Hold. Ihr wisst, darüber habe ich in letzter Zeit auch ein paar Mal philosophiert. Mein Tipp bei 30 Sekunden, was lang ist, ihr wollt wirklich nur auf dem kleinen Teil der Lendenwirbel liegen, lieber in eine Tuck-Hold-Position kommen, maximal anspannen. Ihr könnt auch in die lange Position gehen, das muss der Bauch aber ordentlich halten können. 30 Sekunden Tuck-Hold oder Hollow-Hold, im besten Fall die 30 Sekunden nutzen, okay? Dann 10 Sekunden Pause in Kombination mit Sit-Up-to-Pike. Das bedeutet, Zehenspitzen zur Decke, einmal zur Natur nach vorne, einmal durchgestreckt, Beine ganz lang, Hände berühren hinter dem Kopf den Boden und wir strecken uns ganz nach vorne durch, Knie zum Boden, ist gleichzeitig auch eine wunderbare Dehnübung. Das heißt, 30 Sekunden Hollow Hold oder Tuck Hold, 10 Sekunden Pause, 30 Sekunden Sit-Up to Pike, 10 Sekunden Pause für 2 Runden. Das ist der erste von den 3 Midline Parts. Midline Part Nummer 2 sind 8 Hollow Lifts. Die versuchen wir in Hollow tatsächlich rauszuholen und 4 Gymnastic Crunches in Kombination für 2 Runden ebenfalls. Hollow Lifts. Ich liege gestreckt da und wir auf ein Kommando, kurz in Hollow Position, maximal Kontakt zum unteren Rücken suchen. Wenn ich die 8 gemacht habe, dann in 4 Gymnastic Crunches. Die Hände lang gestreckt, nach vorne, an die Hacken, Oberkörper und Unterkörper finden etwas zusammen, aber zusammengequetscht, zusammengepresst. 2 Runden, 8 Hollow Lifts, 4 Gymnastic Crunches für wieder die 2 Runden. Letzte Runde, wir schauen raus, die 3 Übungen, die wir im Workout benutzen möchten. 4 Wall Lying Hands to Feet zeige ich euch gleich. 4 Sit-Ups, recht klassisch. Und 2 V-Ups. 4 Wall Lying Hands to Feet. Eine Wand suchen, wo die Füße hochlegen können. Je weiter ihr die Füße hochlegt, umso schwieriger wird es. Je geknickter ihr die Beine nehmt oder je weiter ihr die Füße runternehmt, umso leichter wird es. Ziel ist es, mit den Händen die Füße zu berühren. Etwas leichter. Geknickte Beine, Füße nicht ganz so hoch. Etwas schwerer, näher an der Wand, Füße da oben und trotzdem die Zehenspitzen erreicht. 4 davon, 4 Wall-Lying Hands to Feet, danach 4 Sit-Ups. Gerne ein Kissen drunter legen, eine Erdmat unter dem unteren Rücken, Füße zusammen im Butterfly-Sitz, Hände berühren hinter dem Kopf den Boden und Minimum die Füße oder davor für 4 Stück. Und 2 V-Ups zum Probieren. Wenn ich zurück auf die Gymnastic Crunches gehen, die wir vorhin schon gemacht haben. Ansonsten den Körper zusammenklappen lassen. In der Mitte oben. Wieder nach vorne, hinten, auseinander und in VR-Position kommen. 4-4-2 für 2 Runden testen und schauen, ob das was für euch ist. Sehr schön. Die Midline-Varianten fürs Workout haben wir getestet. Also, ihr könnt VR's machen in der ersten Runde. Oder ihr macht die Gymnastic Crunches. Wir machen Wall-Lying Hands to Feet, da werden wir eine Variante rausfinden in der zweiten Runde und Sit-Ups in der dritten Runde. Jetzt geht das Workout los mit Mountain Climber. Haben wir auch schon gemacht. 1 Minute. Nicht so ausrasten wie im Warm-Up, aber moderates Tempo wollt ihr schon gehen. 1 Minute ziemlich genau durchhalten. Okay, das ist euer Buy-In. Dann geht es los mit den 24 V-Ups oder Gymnastic Crunches und dann 48 Hack Reverse Lunges oder Walking Lunges.
Wenn wir nicht laufen können, steigen wir immer nach hinten. Das greift auf die gleiche Muskulaturkette. Also, in welches Gewicht auch immer vorne greifen. Und wie wir es schon gemacht haben, Reverse Lunges. Oder, wenn ihr den Platz in der Wohnung habt, wunderbare Walking Lunges. Zweite Runde, die 24 Wall Lying Hands to Feet. Und jetzt 48 Overhead Lunges. Mit dem Ball, beide Hände, mit Kettlebell oder Dumbbell, 24 rechts, 24 links, Lunges nach vorne. Dann 24 Sit-Ups und zum Abschluss nochmal 48 Hug Lunges nach hinten. Und jetzt die einzige Übung, die wir noch nicht gemacht haben, zum Abschluss 200 Meter laufen, wenn ihr könnt, oder 1 Minute High Knees. Hände mit dem Ellbogen in 90 Grad Winkel und die Knie berühren. Immer die Hände richtig nach oben wegziehen, so hoch es geht und 1 Minute durchhalten. Chipper Style mit Buy-in und Cash Out. 15 Minuten Time Cap, ihr wollt drunter bleiben, gebt alles. Heute ist wieder das Ziel Intensity. Aus dem Workout raus und erstmal tief durchschnaufen. Wenn alle nach den 15 Minuten durch sind und du es alleine zu Hause gemacht hast, dann geht es über in Part 1 vom Accessory-Teil. Könnt mehr oder weniger direkt mitmachen oder euch einmal kurz anschauen. Vierfüßlerstand, dreimal pro Seite, 6 insgesamt. Shoulder Sequence, Arm unter dem anderen durchschieben, Kopf kurz ablegen und der Hand hinterher schauen. Dreimal rechts, dreimal links. Wenn ihr das gemacht habt, Inchworm plus Push-Up. Strecken, 6-mal Boden berühren, nur in die Planke, auf den Knien oder auf den Füßen, den Push-Up und zurückschieben. Öffnen, wieder nach unten. 6 Stück davon. Und zum Abschluss von der Runde, 6 Down Dog to Cobra. Macht, was euch gut tut. Bleibt in den Positionen, wie es braucht. Walk the dog oder gebeugte Beine in die Cobra übergehen. Jede Position so lange halten, wie ihr wollt. Von Down Dog to Cobra ist 1, 6 Wiederholungen. Aber wenn der Puls wirklich wieder unten ist, dann kommen wir uns unser letztes, je nachdem wie viel Zeit ihr habt oder in der Stunde noch da ist, 3 bis 5 Minuten M-Rap. 8 Bizeps Curls, 8 Front Drag Raises. Ist euer Gewicht recht schwer, dann schnappt ihr euch die Dumbbell oder Kettlebell auch in beide Hände, Ellbogen am Rippenbogen festpinnen, 8-mal in den Bizeps Curl und dann gerade stehen bleiben mit beiden Händen zusammen, 8-mal in Front Raises. Habt ihr leichteres Gewicht zu Hause, sind es 8 Bizeps Curls rechts und 8 Front Raises, das gleiche auch links. Kettlebell ist nicht schwer, wie gesagt, in die Hände nehmen. Wenn sie ein bisschen breiter ist, ist sie automatisch ein bisschen schwerer. Oder auch hier einarmig und das gleiche auch hier Front Raise einarmig oder beidarmig. 8-8 jede Seite, wenn es ein leichtes Gewicht ist, 8-8 insgesamt, wenn es ein schweres Gewicht ist, für 3 bis 5 Minuten als M-Rap, easy peasy, ohne Druck, als Accessory Part für den dicken Bizeps für den Sommer, wenn er jetzt wieder rauskommt. Eine richtig coole Stunde, ich wünsche euch viel Spaß. Ansonsten sehen wir uns gerne auch in der Zoom-Class. Der Chris, bis die Tage. Ciao, ciao.